Ich habe hier ziemlich viel Technik von Ford liegen. Und da werden wir jetzt einfach mal reinschauen. Sowohl in die Scheinwerfer als auch in diese ganzen Mystery Devices hier. Boah, das wird ein ziemlich zerlegendes Video, glaube ich mal. Naja, bleiben Sie dran, es wird spannend. Also jetzt brauchen wir noch keinen Abschluss dafür, um zu verstehen, dass jetzt hier ist eine Art Steuergerät. Das ist hier der Bus-Connector, der mit dem Rest redet. Da ist nochmal ein Steuergerät mit vielen Kühlkörpern. Das führt hier, ja, eigentlich zu verschiedenen Stellen, eigentlich hier irgendwo hin. Wir haben hier, das schätze ich mal, wird der Blinker sein. Und wir haben hier, aufgrund der Nähe hier von den Leitungen, dürfte der Bereich sein, der dem Tagfahrlicht hier entspricht. Und am Scheinwerfer selber, da finden wir auch noch so einiges auf jeden Fall, was uns interessieren wird. Also der Bembel hier dürfte die Leuchtweitenregulierung sein. Ich behaupte jetzt mal, der ist da fehlt da irgendwo. Gehört da irgendwo rein. Bin ich aber noch nicht ganz... Ah, der gehört da hinein. Hier. Dann haben wir hier einen Ventilator. Habe jetzt auch nicht damit gerechnet. Und natürlich jede Menge Linsen. Das dürfte voll LED natürlich sein, weil es ist nichts zu wechseln da. Arbeiten wir uns mal vor. Das hier ist der Blinker. Schauen wir nochmal rein. Also richtig viel scheint da ja nicht drin zu sein. Was man gleich sieht, das ist eine Aluplatine, um die Wärme wegzukriegen. Ja, bisschen Wärmeleitpaste und passt schon. Da haben sie sich sogar ein bisschen Mühe gegeben, dass das hier nicht nass wird. Das hier könnte, boah, ist das vielleicht ein Überspannungsschutz? Also viel wird da jedenfalls nicht getan auf der Platine, außer die ganzen hier thermisch zu koppeln eben. Und bei der Linse finde ich eben interessant, dass wir jetzt hier diese Struktur hier sehen innen. Ich mache mal einen Versuch und gehe mit 8 Volt ran. Ich glaube, ich brauche nicht betonen, dass das Teil hä ist. Boah, ihr macht's mir fertig. Ihr jetzt bei 8 Volt schon was erwartet. Machen wir 12 Volt. Bin jetzt Play der LED einzuschalten oder was? Also jetzt habe ich die wahnwitzige Idee, dass das Ding tatsächlich irgendeinen kleinen Bus hat. Irgend so einen lokalen Bus und deswegen eben ich jetzt hier das nicht ankriege. Das müsste aber dann in der LED selber schon sein. Keine Ahnung. Falls es jemand von euch weiß, macht mich schlau. Aber als es eh schon hä ist, ist das hier nur eine Blende oder ist da mehr drunter? Also hier sieht man es ganz gut, wenn der Phosphor weg ist, dass hier mehrere LEDs in Reihe. Und langsam glaube ich schon, dass da auch ein bisschen noch mehr dahinter steckt. Also eindeutig ist es nett, aber ich halte das jetzt für eine sehr plausible Idee. Es ist ja so, dass die Automobilhersteller auch sehr einfache Busse verwenden, um bestimmte Peripherie anzusteuern für so kurze Distanzen. Und ich vermute mal, dass genau dieser 4-Pin-Stecker, das ist Ground Clock, VCC und Data zum Beispiel. So, das habe ich jetzt einfach mal frech als Tagfahrlicht bezeichnet, das Ganze hier. Da sieht man natürlich, dass das hier keine Chance gibt, das hier jemals irgendwie zu warten oder irgendwie zu reparieren. Das ist hier zugeschweißt. Ich weiß, Straßenverkehrsordnung darf man sowieso nicht, bla 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 bla. Das sind ja alles Lichtleiter, die hier fest verschweißt sind. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, wir hätten es nicht versucht, aber da ist zu wenig Ansatz für die Kollegin hier. Und was wir hier wieder machen, ist eine minimalinvasive Zerstörung. Und jetzt hatte ich gerade so einen Lessons Learned Effekt. Die gehen einfach so raus, die Dinger. Ich, Kasper. Aber dann gehen diese Nupsis dann natürlich weg. Gut, wieder was gelernt, falls ihr mal so ein Teil zerlegen müsst. Macht es nicht wie ich. So, im Eingangsbereich sehen wir hier eine Schutzdiode. Dann ein paar Cs. Hier natürlich logischerweise die LEDs. Hier, das dürfte ein Elko sein. Habt ihr im Kfz-Bereich nicht unbedingt immer so gerne. Und dann haben wir einen Chip und hier nochmal einen Chip. Die sind schön vergossen. Oh. Also der Lack wäre ganz gut runtergegangen. Also da muss ich gestehen, das habe ich nicht gedacht, dass der so leicht runtergeht. Die Platine hier ist eher passiv, so wie es aussieht. Also müssten wir die doch irgendwie bespielen können. Also das ist halt blöd, weil ich kriege jetzt hier den nicht mehr raus. Und ich bezweifle eh, dass der so beschriftet ist, dass wir es mitkriegen würden. Das sieht hier nach einer Spannungskonstanthalterei aus. Da der Elko ist auch so vibrationsarm einigermaßen festgemacht. Und der Rest hier ist, wie man hier sieht, eingegossen. Auch das ist natürlich gut gegen Vibrationen, aber natürlich primär gut gegen Wasser. Und jetzt rate ich einfach mal, dass hier
Betriebsspannung in das Ganze hier reinkommen würde. Das sind Regelungen oder Schalter. Anscheinend sind zwei LEDs immer zusammen. Aber wenn man sich das anguckt, hier wäre noch eine Brücke möglich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So richtig passt das noch nicht. Und auf der Platine sind gar keine. Ich habe gerade eine Weile damit verbracht, zu versuchen, die zu kontaktieren hier. Weil mir ist eins aufgefallen. Wenn ihr euch das jetzt hier so anschaut, dann sind die hier in Reihe geschaltet, hier von dem kleineren Teil. Das sieht doch so aus, wie wenn wir jetzt hier ein Segment haben, das feste an ist. Und hier die. Die sind aber auch eigentlich in Reihe. Hier ist immer so eine Insel und hier ist eine Insel und hier und hier und hier. Und da sind die LEDs dazwischen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die doch einzelne Segmente abschalten können, um so zu wischen. Gut, das wäre dann der Frontblinker eigentlich. Aber den hätte ich da nicht erwartet. Gut, ich kann mich ja täuschen. Also jetzt kratze ich hier mal eine auf und gucke, ob die weiß leuchtet wie erwartet. Gelb. Ah, 3,2 Volt und 0,5 Ampere nimmt sie sich. Also passt. So, jetzt sind wir schon bei 9 Volt. Jetzt sind wir gerade bei 12 Volt. Und hier reicht jetzt die Durchbruchspannung nicht mehr. Aber das ist schon ein Breckerl strange, so wie das verbaut ist. Weil es würde erstmal erklären, warum hier ein 63 Volt Elko drin ist, weil bei allem D-Rating und was weiß ich was, ist es doch komisch, warum man mit so einer hohen Spannung den Elko hier einbaut. Aber ich sehe jetzt hier zum Hochsetzen keine Induktivität. Also kann es sein, dass das jetzt hier aus dem Treiber hier mit höherer Spannung als 12 Volt versorgt wird. Vom Prinzip her sind die LEDs zwar alle hier in Reihe, aber anscheinend werden die jetzt hier in 7 Segmenten hier jetzt eingespeist, so wie ich mir jetzt das zusammenreime. Deswegen jetzt hier auch der Chip, der hier zum Beispiel jetzt hier durch den hier rüber Richtung Masse treibt, ist jetzt auch wurscht wie rum. Dafür jetzt auch der Chip, weil ich habe ja die Masse auf derer Seite. Also vermute ich jetzt mal, dass der halt immer bis zu einem gewissen Teil hier treibt. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und das letzte Stück halt dann vielleicht auf einmal anmacht. Das heißt, da habe ich mich jetzt komplett getäuscht. Das ist wirklich der wischende Blinker. Und den werde ich natürlich jetzt auch ohne Bus hier nicht in Betrieb kriegen. Wie gerade eben schon. Wobei, jetzt sollte man vielleicht noch gründlich sein. Ich habe noch nicht nachgewiesen, dass das auch wirklich gelbe sind, weil wenn ich das so angucke, ich weiß, ihr seid pingelig, ich auch. Deswegen habe ich jetzt mal hier noch die drei hier freigekratzt, weil nicht, dass die das so gemacht haben, dass ein Teil weiß und ein Teil gelb ist. Haha, nicht mit mir. Okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren. So, als nächstes würde ich mal sagen, das dürfte das Abblendlicht sein. So verstehe ich das hier. Das sieht jetzt einfacher aus als erwartet. Da ist ein Spiegel plus eine LED. Machen wir hier den Anschluss weg. Plus hier eine große Linse. Ha, das kriegen wir weg. Ha, die Linse. Oder sollen wir erstmal 12 Volt drauf geben? Aber wahrscheinlich ist das auch wieder irgendeine Buslösung. Also probieren wir es mal mit 12 Volt. Ich nehme jetzt mal Ground als Gehäuse und probiere halt mal rum. Also auch das scheint an einem Bus zu hängen. Blöd. Wenn man reinleuchtet, dann erkennt man, wie das Ding hier nachher projiziert. Und auch da sieht man jetzt hier wieder diese gitterartige Struktur als Teil der Linse. Und da fürchte ich, werden wir gar nicht viel weiter kommen. Da ist oben noch ein Reflektor. Warum die LEDs nach oben gerichtet sind? So. Also jetzt muss ich natürlich sagen, ich vermute, dass das das Abblendlicht ist. Mir erscheint es allerdings jetzt hier sehr LED-arm gegenüber dem Licht, das es wohl abgeben sollte. Da kommt es auch schon raus. Also das ist wechselbar, wenn man will. Also gut, die Wärmeleitpaste ist an der eigentlich richtigen Stelle. Interessant ist, dass die Platine für mich hier verfärbt ist. Vom Querschnitt her ist es Alu, also müsst ihr die Wärme wegkriegen. Und auch hier, das ist wieder eingeblubbt. Das ist der Standardausdruck dafür. Und hier sind verschiedene Segmente, wo das Ding dann die Wärme wegkriegt. Also viel mehr ist da nicht zu holen. Man beachte aber hier diese Kühllösung. Also da wird schon wirklich Wärme weggeschafft bei der ganzen Geschichte. Und eben diesen Spiegel hier,
Ja gut, den kann man wechseln und dann kann man die Fahrbahnausleuchtung auch etwas anpassen. Spannend. Das Teil hier ist hier schwenkbar. Ah. Hier, also. Da ist eine Möglichkeit, es zu bewegen. Upsala. Und die gesamte Anordnung dürfte dann an diesem Leuchtweiten-Dingsbums, ich vermute jetzt mal, dass es einer ist, dranhängen. Aber dazu kommen wir noch. Ah. Das ist die Mechanik hier, die eben das links-rechts steuert. Mit der Motörli, wollte ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Werkstätten da in der Praxis anfangen würden, da Einzelteile zu wechseln. Ich fürchte halt, die werden nur Scheinwerfer komplett wechseln. Aber theoretisch ist das hier möglich. Also hier ist ein Chip von Onsemi, den ich nicht bis jetzt gefunden habe. Aber es bleibt ja bei der ursprünglichen Logik. Wir haben jetzt hier einen Motor, der hier diese Links-Rechts-Bewegung macht mit einer, ja, doch gewissen Untersetzung. Hier auf dem Pin, auf dem Stecker sind halt drei Anschlüsse. Naja, da brauchen wir nicht viel raten. Wenn Ground vom Gehäuse kämen täte, was es aber hier nicht tut, dann könnte man sich sparen. Aber hier, wir sehen ja, hier kommt Power rein, Kondensator, dann Diode. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, da ist eine Busleitung, was auch immer jetzt das ist. Und vielleicht Single Wire Can oder irgend sowas. Und der hier schaltet dann wahrscheinlich direkt, weil wir nehmen das Ganze mal raus da. Und ui, da gibt es sogar, da war ich jetzt zu schnell. Sogar mit Rückmeldung, das ist ein Schleifer. Also der merkt sogar, wenn das Ding stecken bleibt, sehr gut. Da sind keine Leistungsteile mehr auf der Rückseite. Da ist der Motor hier. Ich vermute mal, dass das jetzt schon leicht sicherheitsrelevant ist, das Ganze. Der hat zwei Spulen. Please hold the line. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir den mal bestromen. Nix. Also hier zuckt er. Hier zuckt er auch. Ist das ein Schrittmotor? Das würde hinkommen. Das ist ein Schrittmotor. Da hätte ich jetzt auch nicht gleich damit gerechnet. Und wie auch immer diese beiden Hälften hier aufeinander halten. Oh, gar nicht stark jedenfalls. Manchmal denkt man einfach viel komplizierter, als es ist. Da sieht man die versetzten Pole gegeneinander. Also das wechselnde elektrische Feld führt dazu, dass sich dieser Permanentmagnet dann dreht. Also das sollte der Hauptscheinwerfer sein. Den habe ich jetzt fachmännisch getrennt vom Rest. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ihr, wenn ihr gucken wollt, was ich gerne für Werkzeug verwende, könnt ihr meine Sammlung auf Amazon verwenden. Und ihr wisst ja, wenn ihr da was kauft, wird es für euch nicht teurer. Und ich kriege ein paar Prozent ab. Link in der Videobeschreibung oder eben jetzt der eingeblendete QR-Code. Ah. Voilà. Die Linse. Spannend. Sieht schon cool aus, das Ding. So. Hier ist noch irgendwas Mechanisches. Und das kommt jetzt auch noch raus. Ja, das ist zünftig. Also wir schauen jetzt gerade aus Lichtrichtung. Und da sehen wir auch, dass hier was abgedunkelt hat. Das ist der Lichtkegel. Das ist. Ist das jetzt hier das Profil Fernabblend? Ja. Das könnte sein. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Also das scheinen jetzt wirklich diese Ausleuchtprofile zu sein. Wahnsinn. Dass das so gemacht ist, hier mit hier dem Motor und hier eine Mechanik, die jetzt auch hier, seht ihr das? Da ist ein Magnet dran und dieser Magnet hier liefert hier über den Hall-Sensor da die Rückmeldung, falls irgendwas nicht tut. Da ist eben wieder der Anschluss. Ich schaue hier inzwischen die ECs gar nicht mehr nach. Automobilbereich, wir können viel damit anfangen. Jedenfalls führt das hier nachher über den Stecker zu dieser Platine und zu dem Motor. Aber was ist denn das da hinten noch? Ach so, das da hinten ist Teil von dem Stecker, der von dieser Platine hier darüber geht und das enthält hauptsächlich diesen Rückmeldesensor und steuert auf der anderen Seite den Motor an. Und der Motor, der ist wieder mit zu vielen Drähten angeschlossen.
als dass es einfach nur ein normaler Motor wäre. Also wird das wohl auch wieder ein Schrittmotor sein. Aber das können wir uns jetzt sparen. Die Mechanik geht wieder untersetzt dran. Aber schon allein hier an der Stelle hätte ich gesagt, hätte ich das jetzt überhaupt nicht erwartet. Sehr interessant. So, jetzt der Hauptscheinwerfer. Das sind ja schon wieder diese komischen LEDs hier. Oh, ah, da kommt gleich so raus. Danke. Aber nur zwei Anschlüsse. Die zu diesem Schwuppdicht hier gehen. Also machen wir jetzt mal diesen Schwuppdicht hier weg. Sehr langweilig, das ist nur ein Kabelverteiler, der hier zu den LEDs führt. Moment, das sind zwei LEDs, oben und unten, mit Cablees. Da ist wieder diese LED-Konfiguration auf der einen Seite und auf der anderen Seite das gleiche. Also ich muss sagen, ich hätte da etwas anderes an LEDs erwartet als das. Also die Art der Platine kennen wir jetzt schon langsam. Auch hier diese komischen Verfärbungen. Brauchen wir gar nicht rausmachen. Und hier jetzt. Auch wieder ähnlich. Hier steht jetzt 90 Watt da drauf. 94V ist was anderes. Ja, keine Ahnung, ob das das gleiche bedeutet. Also ob das jetzt zusammengehört, kann ich nicht sagen. 1-6. 1-5. Also ja, ich habe da natürlich jetzt schon rumprobiert. Ich krieg die LEDs nicht zum Leuchten. Bin so doof. Aber dieses kleine Segment aus 5 LEDs hier oben und unten, das ist es wirklich, was den gesamten Fahrweg beleuchtet. Also ja, die Kühlung ist richtig super. Muss auch, wenn man sich das anschaut. Da hängt dann auch der Lüftermotor drüber. Aber das ist echt erstaunlich. Gut. Jetzt bin ich gerade nicht sicher, ob ich irgendwas übersehen habe, weil das sieht jetzt auch hier nach LEDs aus. Ich habe das aber für eine kleine Steuereinheit gehalten. Schauen wir mal, ob wir die zum Leuchten kriegen. Ha? Hier im Licht sieht man, dass hier diese Testpunkte hier auch zugepappt sind. Ah, weiß. Ich gehe mal im Strom auf die Hälfte runter. Also jetzt im Moment sind die in Reihe. Er braucht jetzt 8 Volt bei 0,2 Ampere, also 1,6 Watt. Da geht also noch ein bisschen was. Die scheinen jetzt auf 12 Volt in Serie geschaltet zu sein und das ist weiß. Und es hat hier schon einen gewissen Kühlkörper dran. Also sage ich jetzt einfach mal, dann ist das wohl das Tagfahrlicht. Vielleicht irgendwelche Nebelleuchte auch noch oder sowas. Also habe ich jetzt wieder komplett missverstanden das Ganze. Wenn man es so anschaut, denkt man auch, da ist eine Steuerung drin. Pustekuchen. So, dann haben wir noch dieses Gerät hier. Das ist wohl verklemmt. Aber niemand kann der Macht der Beißzange widerstehen, langfristig. Ja, ich weiß, das sind Bilder, die können verstörend wirken. So, an drei Seiten offen. Das müsste doch reichen, oder? Also das ist schon auch noch verklebt und wasserdicht und was weiß ich was. Wirtsau. Wirtsau ist besser als IP65. Na, endlich. So, was haben wir denn? Also auf jeden Fall sehr viel eingegossen, sehr viel abgedichtet und eine Platine, die dann wieder doch eher leicht weggeht, oder? Ist denn nur irgendwie geschraubt oder bloß pappt? Also das hier, ist das ein Niet? Das sieht so aus. Das ist genietert. Naja, ich weiß, es heißt nicht so, es ist genietet. Also da müssen wir ein bisschen so drüber gehen. Also das hier sind alles Spulen, Spulen, Spulen. Dann haben wir Keramikkondensatoren. Spulen, Spulen, Spulen. Elkos. Also das hier sieht schon wieder aufwendiger aus. Scheint aber keine Trafos zu sein. Hier ein Pin und hier ein Pin angeschlossen. Ja, also da scheinen wirklich viele Spannungen erzeugt zu werden. Und eigentlich muss ich euch den Rest jetzt schon wieder schuldig bleiben, weil das kriegen wir eh nicht raus dekodiert. Bei den Steckern sieht man hier auch, welche wirklich die Power tragen. Also hier werden sehr viele Spannungen erzeugt und so weiter. Klar, weil die LEDs wahrscheinlich nicht direkt mit den 12 Volt getrieben werden. Und mehr werden wir wahrscheinlich nie erfahren. So, der Motor, den ich für die Leuchtweitenregulierung verantwortlich mache. Ich weiß nicht, ob ich da recht habe. Hab mich heute schon ein paar Mal getäuscht. Wie viele Anschlüsse? Oh, da hat aber schon wieder sakrisch viel Anschlüsse. Habt ihr das gesehen? Der hat sich hier ein bisschen nach draußen bewegt, bilde ich mir ein. Also das ist irgendeine Art Dichtung.
Ah. Weg mit der Dichtung. Schluss mit dem Land der Dichter und Denker. Und hier sieht man, ja, eine Drehung, also ein Gewinde. Also wird es ein Schrittmotor sein, der das Ganze noch in eine Drehbewegung umformt. Aber irgendwie ist der Stößel hier nicht so gelagert, dass ich das jetzt drehen könnte von Hand. Keine Ahnung, wie jetzt das wieder funktioniert. Ah, seht ihr das? Und jetzt achtet man auf den schwarzen Bämbel hier. Jetzt kommt er raus, jetzt wird er rausgefahren und jetzt kommt er wieder rein. Also genauso funktioniert das. Hier eben die Magnete für den Schrittmotor, der führt das über in eine Drehbewegung und die zieht jetzt hier, drückt jetzt hier diesen Bämbel raus und rein. Muss er nicht so schnell gehen, geht er nicht so schnell, ist aber bei der Leuchtweitenverstellung wurscht. Aber jetzt weg. Das ist was Größeres. So, jetzt müssten doch eigentlich alle ausgeklipst sein. Oder die haben sich schon wieder eingeklipst. Eieiei. Was kommt denn da noch alles raus, was man vorher rausmachen muss? Plus mir, das ist ein Relais. Wahrscheinlich, oder? Jetzt müsste doch der ganze Spaß endlich einmal rauskommen. So. Ansonsten ist hier vieles drin. 30 Watt, 24 Ohm. Boah, das ist ein Zementwiderstand. Das ist ein Zementwiderstand, genau. Das sind alles Drosseln, die hier fest verschraubt sind. Das verstehe ich noch nicht alles, weil zum Beispiel, was ich jetzt hier als Drossel bezeichnet habe, hat natürlich hier zwei Hochstromeingänge, aber hier zwei ganz, 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 ganz kleine Ausgänge, die jetzt hier zu diesen anderen Teilen führen. Nehmen wir einen anderen hier. Bei dem hier genauso, bei dem hier genauso. Die führen irgendwo hin. Das ist ein Kondensator. Man beachte auch die Art und Weise, wie das hier geführt ist. Der ist hier in diesen Kamm einfach eingesetzt. Also vibrationsmäßig ist das alles recht gut gelöst. Aber am Ende des Tages wird es dann natürlich schon ein bisschen schwierig. Man hier also nicht nur eine kleine Sicherung, sondern die totale Sicherung. 640 Ampere, 630 Ampere, 430 Volt. Also wir sind jetzt hier auf der Batterie-DC-Seite, auf jeden Fall. Das scheint so die Last Line of Defense zu sein. Vielleicht muss ich da mal eine von denen rausschrauben. Wir haben dann noch jede Menge andere Sicherungen, die auch nicht so ganz ohne sind. 420 Volt kann 20 Kiloampere trennen. Ich sehe jetzt hier nicht den Nennstrom. Könnt ihr mir vielleicht erklären, ich bin ein bisschen doof. Und hier ein paar kleinere. 500 Volt, die putzig, 50 Ampere, aber auch 10 Kiloampere und Trennfähigkeit und so weiter. Also weil wir schon mal da sind, nehmen wir jetzt mal so eine von diesen Spulen raus. Oh. Schauen wir mal, ob da jetzt irgendwas rauskommt, wenn ich die jetzt wegschraube. Keine Federringe. Ich habe ja keine Ahnung, gell, aber. Also eigentlich sind das schon die Stromschienen hier, die man da sieht. Und jetzt kommt das Ding hier raus. Naja, also das sind die Stromschienen. Ah gut, jetzt kann man natürlich, also dadurch, dass der hier draufgeschraubt ist, hat er natürlich hier Kontakt. Und zwar gescheit. Das ist interessant. Ich messe das jetzt hier als hochohmig. Ach, ich Idiot. Ich weiß, dass ihr jetzt alle über mich gelacht habt. Das ist natürlich keine Spule. Das ist ein Relais, also es ist ein Schütz. Deswegen 22 Ohm, das ist der Eingang hier. Wir haben hier, oh, ich bin so doof, weil ich weiß, dass euch sowas unterhält, lasse ich das drin. Das sind die zwei Verbinder. Hier wird die Batterie zweipolig abgeschaltet. Da dahinter ist dann hier die Sicherung. Und wenn man auf der anderen Seite, das seht ihr, das ist nur so halber dem Bild, jetzt hat er nochmal zwei Schütze. Jetzt war hier die Konfiguration von dem Teil nicht. Ich komme gerade vor wegen dem Witz mit dem Breitmalfrosch. Ah, ding, 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 ding. Jetzt wird's dark. Okay, hier sind die beiden Batterieanschlüsse. Ich sage jetzt mal hier Plus, hier Minus. Und deswegen eine Sicherung. Dann sind sie hier nicht, dass sie zweipolig schalten, sondern die sind in Serie. Das heißt, sie können das Klebenbleiben eines Schützes erkennen und dasselbe auf der Minusrichtung. Warum sind es da auch nochmal zwei gebraucht haben? Ich denke mal wirklich, um sicher zu trennen, aber jetzt hier bin ich nicht sicher. Und dafür natürlich auch diese ganzen Rückmeldeleitungen. Hier, das ist alles da an Rückmeldegebimsel. Aber gut, das haben wir jetzt verstanden. Das war doch einfach. Die Schütze, die kann man echt mal für was brauchen. Klackerde Klack. Ich fasse mal lieber nicht hin, weil ich weiß nicht, was für eine Induktion das Ding erzeugt.
200 mA hat der Haltestrom, der Kerl hier, bei 12 Volt. Also klackert schon ganz erklecklich. So, und jetzt bleibt noch ein Teil übrig, das sieht eher mostly harmless aus. Ah, zu groß. Hoi. Also es hat irgendwas mit Kommunikation und so weiter zu tun. Da kann man sogar drauf kommen, wenn man sich die Dinge hier anguckt. Ich wusste erst nicht, was es ist. Hier steht eine Kennung mit Bluetooth. Und wenn man dann auf der Rückseite schaut, findet man die typischen Striplines zu beiden mit den typischen Anpassnetzwerken. Wahrscheinlich Schalter eben oder Zirkulatoren, die hier dieses Antennensignal umleiten. Jedenfalls hat der Chip hier unter seinem Kühlzeugs da, der auf der anderen Seite ist, halt zwei Antennen, ein Ausgang. Also können verschiedene Frequenzen sein oder eben Transmit und Receive. Da mal wieder ein Mystery-Baustein. Auf der Oberseite zwei Kastel, bei denen wir natürlich keine Chance haben reinzukommen. Denken Sie. Bei dir ist ja nobody may resist the power of the Beißzange. Das ist ein Qualcomm-EC. Und das ist sogar hier ein Chip, also ein fertiges Bauelement, das sie da drauf gelötet haben. Wow. Mit jeder Menge Zeug drauf. Hier ein Qualcomm MDM9628. Ich kann es gut ablesen, gell? Und jetzt bin ich ein bisschen mal heute hemdsärmlich. Dann wird noch ein Flash dabei sein, also ein serieller Speicher und ein paralleler Speicher. Und das Ganze ist hier als komplette Einheit hier drauf gesetzt. Was mir jetzt auf den ersten Blick auffällt, hier haben sie jetzt gar nicht mehr irgendwie mit Conformal Coating gemacht oder Underfill und so weiter. Haben sie keinen Bock mehr gehabt. Oder es ist halt nicht so wichtig. Das hier werden die Spannungsregler sein. Sieht also aus. 7,6. Ah, jetzt habe ich schon gedacht, es wären 7,905. Das wäre jetzt lustig gewesen. Also in Anbetracht des fortgeschrittenen Videos, also der Videolänge, machen wir uns das heute mal hier ein bisschen kürzer. Solche Sachen haben wir schon sehr oft angeschaut. Ihr seht, dass hier ein paar Pins offen sind. Natürlich ist hier der Eingangsstecker, doch ein paar Kondensatoren drin, aber wahrscheinlich ist das Ganze nicht kriegsentscheidend. Deswegen war es eine Wurst. Was ist das? Achso, das ist nur, um Kontakt zum Gehäuse, zur Unterseite zu machen. Wenn wir uns die entsprechende Unterseite angucken, da haben sie auch einigermaßen Präzision geschafft. Also die Wärme muss weg. Deswegen haben sie hier eben die entsprechenden Bembel da reingemacht. Bembel ist der Fachjargon dafür. Hier wäre übrigens noch eine dritte Antenne möglich gewesen. Was auch immer die macht. Oder eben alternativ vielleicht eine Bestückung. Hier haben sie sich Mühe gegeben, dass diese Anschlüsse hier, also der Bereich hier, auch Kontakt hat. Also zur Abschirmung. Das hier ist, um Wärme wegzubringen, deswegen auch die ganzen Vias. Das hier ist zur Abschirmung und heieiei, das ist eine Antenne. Und, das sollte nicht zu schnell sein, gell? Hier. Also, da haben sie noch eine Antenne reingemacht. Und die kommt hier von dem Qualcomm. Also, das ist dann der Bluetooth und das ist dann, könnte jetzt alles mögliche andere sein. Vielleicht Wi-Fi. Also, hätte ich jetzt glatt übersehen, aber zum Glück haben wir alle aufgepasst. Ja, ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ihr wollt, dass ich so ein Ding hier aufmache. Naja, ich versuch's einmal, ne? I do my very best, Miss Sophie, oder irgendwie sowas. Aber wenn das komplett solide durchgepottet ist, dann haben wir also ein Problem. Selbst Harry Potter hätte da ein Problem. Eieiei, war der schlecht. So, one moment later, eher eine Stunde später. Okay. Also das hier sieht kupferig aus, was ich jetzt hier weghebele. Kann vielleicht einer von euch erklären. Also man kann den ja vorwerfen, was man will, aber stabil ist das Zeug. So, und ich hoffe, ihr seht das jetzt. Bei meinem typischen Glück habe ich natürlich jetzt oben hier aufgeschraubt. Da sieht man dann die ganzen Spulen. Und wenn man hier drückt, also, dann kann man hier was bewegen. Man hört das auch, dass hier unten die Kontakte sind. Ist eigentlich total logisch. Die Kontakte sind auf der Unterseite.
Ja, jetzt haben wir da mal was gelernt und ihr werdet es mir jetzt verzeihen, aber was ist das? Ich weiß nicht, was das hier ist. Jedenfalls wird es hier geschützt. Wieder so ein Mystery-Ding. Also, ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde an dem Teil gesägt und für heute reicht's mir irgendwie. Schauen wir uns noch ein einfacheres Relais an. Das ist das, was wir vorhin rausgebaut haben. Ui. Da sind wir jetzt sehr viel weiter und hey, da ist auch so ein Dingens da raus. Also witzig. Moment. Auch das habe ich jetzt in den Kommentaren gelesen. Hä? Wie soll das gehen? Naja, ich kenne euch ja. Und ich lasse ja manchmal auch gern Fehler oder Ungenauigkeiten im Video drin. Und mir ist selber aufgefallen, dass ich es ja eigentlich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass die Spannung von den Blinkern ja höher sein muss als die 12 Volt. Und dann habe ich mir gedacht, ich depp. Also du depp, weil ich bin mit mir per du. Probier's noch mit höherer Spannung. Wahrscheinlich wird von dem Steuergerät die Spannung hochgesetzt. Weil ich habe ja auch selber gesagt, da sind Spulen drin. Also wir sind jetzt wieder hier an der Scheinwerfereinheit. Und ich versuche es mal systematisch. Ich versuche erstmal Ground zu finden und gehe davon aus, dass Ground hier Gehäuse ist. Also der mittlere ist Ground. Der Boss beißt die Maus keinen Faden ab. Ja gut. Wir können auch die Gegenprobe machen, ob ein anderer hier mit der Rückseite verbunden ist. Genau. Es könnte natürlich sein, dass das nicht Ground ist, aber ich würde sagen, wenn sie das so designt hätten, dann wären sie ein bisschen blöd. Argument dagegen, hier, diese Fläche hier ist mit gar nichts verbunden. Okay, das ist der Best Shot. Lass mal einfach sagen, das ist Ground. Und jetzt gehe ich halt mal mit 30 Volt drauf und schaue, was explodiert. Nix. Fix. Selbst 100 mA. Ja, es sind nicht wirklich 100 mA, weil das Netzteil regelt ja nach. Ich glaube, ich brauche neue Spitzen. Also das waren jetzt 30 Volt. Schauen wir nochmal hier diese Inseln an. Auch da könnten wir jetzt noch den Versuch machen, hier mal ein bisschen Kontaktmöglichkeit zu schaffen. Das ist dann ja nicht so kontaktscheu. Das ist gut gecoated, das Ganze. So, ob ich recht habe oder nicht, sagt mir gleich das Licht. Ist fix. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass hier LEDs direkt angeschlossen sind. Aha. Also, wir haben jetzt hier 100 mA gerade fließen. Und warum ist jetzt die hier kaputt gegangen? Naja, weil das Netzteil steht auf 30 Volt und Strombegrenzung 0,1 Ampere. Der braucht im Moment nachzuregeln. Also LEDs sollte man eigentlich so gar nicht testen. Das ist kann OAG nehmen werden. Volt. Wenn ich jetzt hier gehe, habe ich 5 Volt. Das heißt, hier habe ich jetzt 2 LEDs in Reihe. Also ein bisschen komisch ist das alles schon. Mal auf der Rückseite anschauen, was da ist. Ich gebe da 24 Volt. Aha, jetzt habe ich 13 Volt 100 mA und hier auch 13 Volt 100 mA. Also hier ist es auf jeden Fall nicht so. Und wenn ich jetzt hier auf 12 Volt gehe, reicht die Spannung nicht, dass es durchbricht. Also wenn euch so Komplettzerlegereien interessieren, so Saugroboter von innen, das würde euch sicher auch interessieren. Und das habe ich vor einiger Zeit mal hier gemacht. Und wenn ihr so Labereien mögt, weil ihr jetzt gerade beim Video, hallo, eingeschlafen seid, also so Labervideos, die findet ihr auf meinem Laberkanal. Und zwar hier. Könnt ihr mal gucken. Bis zum nächsten Video. Servus.